28.432 Kilometer, 333 Tage im Fahrradsattel, pro Tag rund 5 Stunden im Schnitt 85,67 Kilometer. Und das mit vollbepackten 40 Kilogramm schweren Rädern. Ende April 2015 in München losgefahren und am 5. August 2016 zu den Olympischen Spielen in Rio angekommen. Das Trio für Rio, bestehend aus Nico Schmieder, seinem Bruder Julian und Sandro Reiter. Sie haben Berge bezwungen, bis zu 4.500 Meter hoch in den Anden. Am Ende stehen im Buch rund 150.000 Höhenmeter. Es ging durch 24 Länder, nach dem Passieren von Frankreich, England und Schottland per Flieger nach Island. Nach einer kleinen Tour dort startete der Flieger nach Anchorage, Alaska. Ursprungsidee war, die ganze Panamericana herunterzufahren. Dann kam die Idee mit Rio, rechtzeitig zu Olympia in der brasilianischen Metropole einzufahren. Ein unglaublich tolles Gefühl, jetzt hier zu stehen. Und wir sind jetzt auch mal froh, ja, wir lieben das Fahrrad, aber wir sind jetzt auch echt mal froh, das Fahrrad in die Ecke zu stellen und zu sagen, nee, jetzt reicht's. Bei der Zielankunft radeln sie mitten in eine Demonstration hinein. Willkommen in der Olympiastadt Rio de Janeiro. Was für ein Finale. Und was sie besonders vermisst haben? Schweinshaxen, Maultaschen und eine richtige Dusche.